Liebe Schülerinnen und Schüler, willkommen zurück. Heute sprechen wir über verschiedene Verkehrsmittel. Unsere Lektion heißt Verkehrsmittel in der Stadt. Prievozne sredstva u gradu. Und das sind unsere Lernziele. Verkehrsmittel nennen. Einen Text zum Thema Mein Schulweg verstehen. Und den Weg zur Schule beschreiben. Für den Unterricht braucht ihr ein Heft oder ein Blatt Papier, einen Bleistift oder einen Kugelschreiber und einen Computer oder ein anderes Gerät mit Internetzugang. Vergesst nicht, ihr könnt in jedem Moment das Video anhalten. Kada vidite ovaj znak, zaustavite video lekciju i riješite zadatak. Ali ne zaboravite, video lekciju možete zaustaviti i u bilo kojem drugom trenutku. Los geht's! Welche Verkehrsmittel seht ihr auf den Fotos? Findet das passende Wort für jedes Foto. Zaustavite video lekciju i svakoj fotografiji pridružite pripadajuću riječ. Der Bus, das Auto, das Skateboard, die Straßenbahn, der Zug, der Roller, das Mofa, das Fahrrad. Ihr hört einen Text über den Schulweg von Lukas. Womit fährt Lukas zur Schule? Mit dem Auto? Mit dem Bus? Mit dem Fahrrad? Mit der Straßenbahn? Oder mit dem Zug? Poslušajte tekst i odgovorite na pitanje. Hallo, ich bin Lukas. Ich wohne in Zagreb, in der Ilica Straße. Ich besuche das dritte Gymnasium in Zagreb. Mein Vater fährt mich jeden Morgen mit dem Auto zur Zughaltestelle Vrapče. Das ist nicht gerade umweltschonend, aber die Haltestelle liegt auf seinem Weg zur Arbeit. Mein Bruder Ivan besucht die vierte Klasse der Grundschule. Seine Schule liegt in der Nähe, und er fährt mit dem Fahrrad zur Schule. Ich kann das nicht. Die Fahrt mit dem Zug dauert etwa 10 Minuten. Am Hauptbahnhof muss ich dann in die Straßenbahn Nummer 9 umsteigen. Nach etwa 14 Minuten steige ich in der Harambaschitschewa Straße aus. Den Rest des Schulwegs gehe ich zu Fuß. Dafür brauche ich ungefähr 5 Minuten. Am Wochenende besuche ich oft meine Großeltern. Dann nehme ich den Bus. Lest jetzt den Text und kontrolliert eure Antworten. Den Text findet ihr unter dem Link bit.ly/fahren001. Da biste pristupili tekstu, u adresnu traku internetskog preglednika upišite skraćenu poveznicu bit.ly/fahren001 ili skenirajte ovaj kod. Lukas fährt mit dem Auto, mit dem Zug und mit der Straßenbahn. Und was macht er dann? Er geht zu Fuß. Welche Verkehrsmittel gibt es noch? Koja još prijevozna sredstva postoje? Findet sie
in dieser Wortschlange. Pronađite ih. Das Taxi, das Flugzeug, Zrakoplov, der Segway, die S-Bahn, das bedeutet die Schnellbahn oder die Stadtbahn, Brza Gradska Željeznica, das Schiff, Brod, der E-Roller und das Boot, Čamac. Was gibt es in Kroatien nicht? Die U-Bahn, das bedeutet die Untergrundbahn, Podzemna Željeznica. Das sind alle Verkehrsmittel, die wir bisher erwähnt haben. Unter dem Link bit.ly/verkehrsmittel001 findet ihr eine Übung zur Wiederholung. Findet die Paare. Zaustavite video lekciju i pronađite parove u vježbi dostupnoj putem poveznice bit.ly/verkehrsmittel001. Womit fährst du? Ich fahre zur Schule mit dem Bus. Tina fährt mit der U-Bahn. Wir fliegen mit dem Flugzeug. Mit plus Dativ. Uz imenice ženskog roda. Der. Mit der U-Bahn. Mit der Straßenbahn. Uz imenice muškog i srednjeg roda, dem, mit dem Zug, mit dem Bus, mit dem Flugzeug. Man kann auch das Verb nehmen benutzen. Ich nehme den Bus, die U-Bahn, das Auto. Nehmen plus Akkusativ. Za ženski rod di, muški rod den, srednji rod das. Und du? Wie kommst du zur Schule? Ergänze die Sätze und antworte auf die Frage. Dopuni rečenice i odgovori na pitanje. Ich gehe zu Fuß. Ich fahre mit dem Bus, mit dem Auto, mit dem Zug, mit der Straßenbahn. Ich nehme oder ich benutze das Auto, die Straßenbahn, den Zug, den Bus. Also, wie kommst du zur Schule? Öffentliche oder private Verkehrsmittel? Oder ist beides möglich? Zaustavite video lekciju i razvrstite prijevozna sredstva. Die Übung findet ihr unter dem Link bit.ly/verkehrsmittel002. Welche Verkehrsmittel sind umweltfreundlich oder umweltschonend? Koja su prijevozna sredstva ekološki prihvatljiva? Welche Verkehrsmittel sind umweltschädlich bzw. umweltfeindlich? Koja su prijevozna sredstva štetna za okoliš?
Die Übung findet ihr unter dem Link bit.ly/verkehrsmittel 003. Skraćena poveznica bit.ly/verkehrsmittel 003 vodi vas do još jedne vježbe. Riješite je. Und wie kommt Sophie zur Schule? Lest den Text und entscheidet, ob diese Aussagen richtig oder falsch sind. Pročitajte tekst i odredite jesu li ove tvrdnje točne ili netočne. Den Text findet ihr unter dem Link bit.ly/fahren002. Und hier die Lösung. Sophie wohnt in Bern. Das ist falsch. Sie wohnt in Berlin. Manchmal fährt sie mit dem Roller zur Schule. Das ist falsch. Sie möchte mit dem Roller zur Schule fahren, aber ihre Eltern erlauben das nicht. Erlauben bedeutet, das wollen sie. Öffentliche Verkehrsmittel mag sie nicht. Das ist richtig. Sie hasst öffentliche Verkehrsmittel. Hassen bedeutet Marziti. Sie sind immer überfüllt. Prepun. Sie fährt mit dem Bus zur U-Bahn-Haltestelle. Das ist falsch. Sie geht zu Fuß. Sie fährt mit der U-Bahn-Linie U3. Das ist falsch. Sie fährt mit der U-Bahn-Linie U2. Die Fahrt dauert ungefähr 5 Minuten. Das ist richtig. Im Text steht, die Fahrt dauert etwa 5 Minuten. Circa, etwa und ungefähr sind Synonyme. Sie steigt am Ernst-Reuter-Platz ein. Das ist falsch. Am Ernst-Reuter-Platz steigt sie aus. Einsteigen bedeutet ući u vozilo. Aussteigen, sići, izaći. Dann muss sie noch wenigstens 20 Minuten laufen. Das ist falsch. Von der U-Bahn-Haltestelle braucht sie nur eine Minute bis zur Schule. Und wie kommst du zur Schule? Beschreibe deinen Schulweg. Opiši svoj put do škole. In welcher Straße wohnst du? Gehst du zu Fuß zur Schule? Oder benutzt du öffentliche Verkehrsmittel? Welche Verkehrsmittel benutzt du? Wo steigst du ein und wo steigst du aus? Musst du umsteigen? Wie lange dauert die Fahrt? Oder wie viel Zeit brauchst du, wenn du zur Schule zu Fuß gehst? Ist das umweltschädlich oder umweltfreundlich? Fährst du gern mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Gehst du gern zu Fuß? Warum? Habt ihr die Lernziele erreicht? Što mislite? Jeste li ostvarili današnje ishode? Könnt ihr öffentliche, private, umweltfreundliche und umweltschädliche Verkehrsmittel nennen? Könnt ihr einem Text zum Thema Mein Schulweg Informationen entnehmen? Und könnt ihr den Weg zur Schule beschreiben? Ako odgovor na svako pitanje glasi da, odlično. Ostvarili ste sve današnje ishode. Ako niste ostvarili neki ishod, svakako ponovno pogledajte ovu video lekciju i nadoknadite propušteno. Und das war alles für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Tschüss.